We going for the rainbow? We are not going for the rainbow. Broly! Halt, stopp! Noch nicht zu spät! Also gut, Freunde, Test, Test. 2, 3, 4, 8. Hier wird Legends nass gemacht. Ha! Und mit diesen Worten starten wir in dieses Schrottbanner hinein. Dieser ganze Hype für diese Unit wurde mir komplett genommen, als ich heute erfahren habe, was für ein shitty Banner das tatsächlich ist. Meine Damen und Herren, alle da draußen und außerhalb, willkommen zu dem heutigen Summon-Video zu Legends Original, Bardock und Goku. Und ich dachte, Boys und Girls sind halt zwischen außerhalb, ich will diese Unit haben. Ich will diese Unit haben. Legends will aber, dass wir wahrscheinlich darin nichts haben, denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ob ihr es euch schon mal angeschaut habt. Hier, Schritt 1, 500 CC für 5 Charaktere, soweit so gut. Schritt 2, 700 CCs für 7 Charaktere, kennen wir. Und dann haben wir jetzt hier beim dritten Schritt 10 Charaktere für 1000 CCs, wobei der zweite Schritt, da habt ihr nochmal Extreme oder höher. Dann habt ihr noch irgendwelche Meldungen hier auf dem PC gehen an, den vierten Step und dort kriegt ihr gratis neue Charaktere, würde man meinen, denn hier steht, dass man bei Schritt 4 mit dreifacher Ziehrate für den neuen Charakter rechnen kann, aber Osaru wird es vielleicht feiern, ich weiß es nicht, Osaru Stones feiert Single Sums, ich nicht, wir kriegen tatsächlich nur einen Charakter beim vierten Step. Einen Charakter und im Vergleich zu sonst sind es 10. Wir haben zwar die verdreifache Zielrate, aber wenn ihr mal eure Brain anschmeißt oder eure Google-Kenntnisse und holt mal einen Rechner raus, werdet ihr feststellen, dass das im Verhältnis, wie es sonst ist, deutlich miserabler ist. Die verdreifachte Zielrate ist da wirklich keine gute Lösung, weil ihr habt auch bei dem anderen, ganz logisch, die zehnfache Chance, den Charakter zu ziehen, weil es kommen 10 Charaktere, es können Fake-Outs kommen und so weiter. Letztendlich, unterm Strich, ist diese Variante viel, viel schlechter und das Raster an Charakteren, das können wir uns auch mal anschauen. Wir haben hier übrigens, ich habe es so schnell gemacht, 201 Charaktere, 10% Chance auf ein Sparking und hier Charakterliste 0,5. Auf den hier, beim vierten Schritt sind es 1,5%, würden wir jetzt hier sagen, aber dennoch immer noch schlecht. Und hier ist das einzig Gute vielleicht hier der neue, Namek Goku. Wir haben hier Senkai Bardock dabei. Ich habe keinen Plan, was der Typ drauf hat, aber vielleicht bringe ich den auf 7 Sterne und dann Senkai ich den. Oder den Vegeta, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt mal hier mal runtergehen in die Extreme Area, dann kommen wir vielleicht morgen irgendwann an, weil das sind wirklich sehr, sehr viele Sparkings. Und wir wollen keinen von diesen Älteren ziehen. Wenn wir dann aber jetzt mal hier irgendwo ankommen, meine Güte, hier, da, dann sehen wir, dass wir zwei neue Sparking-Charaktere haben. Wir haben Bardock und wir haben Freezer. Und hier ist es Super Bardock, also aus Dragon Ball Super. Das andere ist der Dragon Ball Z Bardock. Keine Ahnung, was die drauf haben. Beide Bardocks nämlich an. Auf Freezer, die Extreme-Units sind eh schwieriger zu ziehen, wird man meinen, aber hier warten wir es einfach mal ab. Das ist das Banner, ich würde es nicht empfehlen. Dennoch, ich habe 16.000, fast 17.000 CC, ich gehe einmal rein und auch wieder raus. Und mit einmal reingehen meine ich, ich mache so meine 2-3 Durchläufe und dann war's das. Spart eure CC, während ich darüber erzähle, gehe ich mal hier rein und beginne erstmal den ersten Step. Spart eure CC lieber für das Banner, was wir noch nicht haben. Oh mein Gott, ich habe den Skip-Button noch offen. Ich will es ja auch nicht sehen. Spart eure CC für das Banner, was noch kommt. Entweder ihr zieht noch Dupes oder habt noch vor, Dupes zu ziehen für die aktuellen Charaktere wie Gohan, Tag Unit, Blue Boys. Oder ihr spart für den nächsten Ultra-Charakter, der auf jeden Fall noch kommen sollte im Legends Festival. Weil bedenkt doch mal, das Legends Festival, eins der größten Events in diesem Game, ohne Ultra-Charakter? Ich denke nicht, deswegen spart. Wir haben jetzt hier einen Extreme Shaozu gezogen. Weg damit. Ich gebe dem wie gesagt einen Versuch, allein um das Video zu machen und weil ich auf den Charakter eigentlich Bock habe, aber jetzt, nachdem ich das Banner gesehen habe, oh boy. Selbe Animation, anderer Himmel gefühlt. Andere Schrift.
Ich bin auch gerade erst reingekommen. Ich hatte eigentlich gar nicht vorgehabt, zusammen heute, eigentlich wollte ich, also heute ist Mittwoch, morgen Donnerstag, morgen am Donnerstag das machen, aber es hat sich ergeben, dass ich das jetzt hier raushauen kann und vielleicht, aber nur vielleicht, mit ganz viel Glück ziehen wir den Charakter, wenn nicht, ganz ehrlich, bei dem Banner-Format überhaupt nicht schlimm, wenn ihr den nicht zieht. Deswegen gehen wir einfach mal ganz entspannt durch. 7 Charaktere. Alle davon extrem oder höher. Wobei das höher hier nicht zutreffend ist. Wir gehen mal hier Drop Rate von... hier, guckt euch das an. Der Bait. Man denkt, wenn man jetzt auf den dritten Schritt landet, man kriegt die dreifache Chance. Aber nein, bei Schritt 4. Steht ganz klein hier dabei. Solche Halunken. Solche Halunken. Mal sehen, was uns jetzt hier der dritte Step bringt. Der vierte. Ein Single-Sum. Wir haben Tau, bye-bye. Okay. Broly könnte darauf hindeuten, dass der Charakter kommt, aber wir haben so viele andere LFs hier drin, dass nur Warp-Kamehameha. Alright. Wäre lustig, wenn man ja die Animation hat mit Bardock und dann Bardock und Goku zieht. Von der Animation in den Charakter rein. Aber hier Yamchu. Das wäre lustig, aber... Oh mein Gott! Oh! Nein! Noch von gesprochen, ich wollte ihn mit Multiplikatoren füttern. Ich ziehe den jetzt hier. Hey. Sage ich nicht nein, aber es hätte der andere sein können. LF-Charakter. Die Animation hat es nicht drauf schließen lassen. Sparking ja. LF? Nope. Okay. Sage ich nicht nein. Ich würde sagen, das war schon ein Erfolg. Wäre es Namek Goku gewesen, auch nicht schlimm, aber ich würde eher den neuen natürlich bevorzugen. Broly. Ich glaube, das war sogar mein allererster Sparking-Charakter. Hier, 7 Sterne. Ich habe noch kein Event gemacht. Ich habe mich eben das erste Mal in das Game für heute eingeloggt. Und hier sammelt 1000 Erweckungssiegkräfte. Alles klar. Ich habe aber keinen Plan, was der Boy drauf hat. Und wir gehen jetzt eher in den Single-Sum rein. Single-Sum, dreifache Zierate. Mal gucken, ob sich das bemerkbar macht. Super Saiyajin. War ja auch die Vermutung, Super Saiyajin Bardock und Super Saiyajin Goku. Aber ich glaube, ihr zieht ihn eher, wenn ihr wirklich Trunks oder Bardock-Animationen habt, dann ihr den wirklich dann auch zieht. Weil es ist ja der einzig neue, abgesehen von den Extreme-Charakteren. Von daher... Wenn ihr die Animation habt. Oder Jinjujun ist nochmal ein Indikator darauf, dass der Charakter eventuell jetzt kommen kann. Aber bei den anderen weiß ich nicht. Zweiter Durchlauf. Wir haben jetzt 2700 ungefähr. Keine ganzen 3000 CC gebraucht für einen Durchlauf. Ist schon mal nicht schlecht, aber dafür, was wir dann bekommen im Austausch... Wenn man sich das mal anschaut, hingegen schon. Dann lieber die paar hundert CC mehr und dann vernünftige Chancen haben, den Charakter auch zu ziehen und nicht sowas hier. Wir starten beim Extreme Step? Nein, wir starten beim zweiten. Doch. Hä? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wo starten wir? Wir haben Hero-Charaktere gezogen. Wir starten wieder bei dem ersten Step. Okay. Auch nicht normal. Der allererste Step ist normalerweise für jeden einmalig. Hier startet man nicht beim zweiten, sondern... Ruhe. Rainbow. We going for the rainbow? We are not going for the rainbow, Broly. Halt, stopp. Noch nicht zu spät für The Hope. Die Hoffen, wir haben einen LF. Mal sehen, wer es ist. Ich will keinen Namen nennen, aber es könnte jemand sein, den ich nicht habe. Kein Shattering der Dimension. Cyborg Nummer 13 hat den Dokkan jetzt ein Easy L bekommen oder bekommt es jetzt.
Nope. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Neuer Charakter. Keiner weiß, woher der kommt. Sieben Charaktere. Extreme oder höher. Hat dem Namen alle Ehre gemacht. Legends, halt dein Maul. Halt dein Maul. Wir haben... Gut, der Gohan hier, der ist neu. Cell wäre schon besser gewesen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was er drauf hat. Da habe ich ewig nicht mehr gesehen. Gehen wir da. In den dritten Step. Bevor wir einen weiteren Single raushauen können. Alter, imaginär läuft mir eine kleine Träne runter. Oh. Ob da was Gutes bei rumkommt? Wieder eine Shit-Animation. Super. Oh, into Super Saiyan. Oh. Goku. Beruhigen Sie sich. Oh, Piano hier. Da gehen wir jetzt einfach so durch. Wir haben Sparking. Oder? Ich hab, ey, ganz ehrlich, ich habe Kurzzeitgedächtnis. Hallo. Da ist er. Nappa! Yo, warum nicht? Ist auch ein Saiyajin, ne? Ist ja fast dasselbe. Lul. Oh mein Gott. Gratis-Step. Rein da. Und... Verzweifeln. Super Saiyajin Son Goku. Ich weiß auch nicht, ob ist das jetzt garantiert, dass man vielleicht auch ein... Sparking zieht? Garantiert Sparking? Ich habe keinen Plan, habe nicht drauf geachtet, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Dreifache Rate, dreifache Ziehrate für den neuen Charakter. Fake out. Oh mein. Jo, was machen wir? Machen wir noch einen Durchlauf oder machen wir keinen Durchlauf? Ein dritter, warum nicht? Ich versuche so bei 10.000, rund 10.000 CC auszusteigen und... Hab Glück gehabt oder nicht. Auch wenn das so ein Juggernaut ist mit seiner neuen Fähigkeit, dass er nicht, also mit Indestructible, ist mir sowas von egal. Warum? Also, wir bekommen ja, ihr müsst euch ja bewusst sein, wir bekommen ja nach diesem Banner hier noch ein Banner, ein Bait-Banner mit dem Cell dabei, der jetzt normalerweise bei dem Gohan in dem Banner mit drin war, den ich eben gezogen habe. Da würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle keinen einzigen CC verschwenden. Keinen einzigen Zeitkristall reinstecken. Und danach kommt dann in Extreme oder höher rein. Danach kommt dann der Ultra-Charakter. Wer auch immer es sein mag, wenn es Broly ist, ich gehe an die Decke. Ich gehe richtig an die Decke. Oh. Zur Seite. Weil Broly und Bardock, das sind eigentlich die Charaktere, die ich am meisten mit feier. Weil die einfach so hart sind. Nicht so wie Goku zum Beispiel, deswegen mag ich Bardock. Er ist einfach die Version von Goku, die einfach ernst ist auch. Tals kann man auch dazu zählen, aber Bardock, ich mag den. Extreme oder höher, war das jetzt? Ist höher noch hier so ein Ding oder ist höher... Nur was von eben gewesen. Ja, tatsächlich. Hörst du was? Da war was dabei, aber auch von mir wieder vergessen worden, weil es uninteressant ist. Jetzt dritter Step. Wir kommen noch nicht mal unter 10.000. Ich freue mich. 10.000. Da steige ich jetzt aus. Mache jetzt diesen Step noch mit und den gratis Single. Ich kann ihn lange. Ich kann ihn immer wieder. Ich kriege nicht da gut genug davon. Gratis Single Sun. In einem... Oh. In einem... in so einem Step-Up-Banner. Ist der letzte Schritt einfach ein Single-Sum. Ich brech zusammen. Weiter up. Cell. Goku Black. Hero Goku. Hyper Mega Rildo. Wildo.
Es ist so erbärmlich, dieses... Also ganz ehrlich, Legends, das ist das größte L in diesem Festival. Größte L sogar seit Beginn von Legends. Okay. Ich hoffe, ihr fühlt euch unterhalten. Das, was euch vielleicht schon noch gar nicht aufgefallen ist, wenn wir jetzt mal eins zurückgehen, bevor wir den Gratis-Step machen. Wenn ich mal in den Shop gehe, ich habe jetzt 9 Medaillen. Denkt ihr, ich kann Tickets holen? Nee. Tickets. Ich kann höchstens jetzt Platzentferner mit meinen 9 holen hier. 3x30 Platzentferner mit diesen verdammten 9 Medaillen. Und ihr müsst 55 haben, um den Charakter zu bekommen. Es ist so grottenschlecht. Na gut, gehen wir das in den Gratis, ich wollte schon in Gratis Step sagen, um Charaktere zu ziehen, aber Gratis Singles haben. Gratis Multi ist es nicht. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück gehabt. Ich will aber nicht hoffen, dass ihr zu deep gegangen seid. Deswegen lasst mich gerne wissen, ob ihr den Boy gezogen habt oder die Boys, besser gesagt, Unit. Und schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mich wissen, wie ihr die findet. Wenn ihr die schon gespielt habt, wäre auch interessant. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und nachdem wir hier Super Saiyan Son Goku gezogen haben, gehen wir einfach mal aus dem Video raus und sehen und hören uns in dem nächsten wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Hier wird Legends nass gemacht. Ha!